Hi, ich bin Malbec, ich bin hier heute bei Diffus und ich habe meine Top 5 Straßenschilder mitgebracht. Ich habe kein eigenes Auto, aber yeah. Ja, ich fahre mega wenig Auto, aber E-Scooter oder so sind ja auch Straßen. Mein Platz 5 ist auf jeden Fall der grüne Pfeil bei der Ampel. Ich weiß nicht, wie man den nennt, aber wenn man rechts abbiegen darf, obwohl man eigentlich nicht darf, weil er rot ist, finde ich mega. Wenn es kommt, ist selten, finde ich, aber wenn es dann kommt, dann freue ich mich mega drüber und fahre rechts, wenn man das eh schon mit dem Fahrrad oder so tut. Und Platz 4 ist das Fahrradstraßenschild. Das ist, finde ich, mega selten. Zu Unrecht. Ich finde, es müsste viel mehr davon geben. Aber wenn es kommt, dann finde ich das mega. Und man fühlt sich so mega safe und kann mit dem Fahrrad überall langfahren. Und das ist voll. Ist auch meistens in so schönen Gegenden einfach, wo so schöne Häuser sind. Dann ist es ein bisschen ruhiger und so. Finde ich mega. So, mein Top 3-Schild ist das Gehwegschilden. Straßenschild, das sehe ich unfassbar oft in Leipzig irgendwie. Da ist andauernd irgendwelche Gehwegschäden und ich finde das cool, weil, oder was heißt cool, eigentlich eher uncool, weil ich immer den gleichen Gedanken habe. Seit ich ein Kind bin, lese ich immer oder betone ich immer Gehwegschäden und finde das jedes Mal so witzig und das ist mega dumm, weil, also es ist immer dieser gleiche Joke, der mich voll abholt jedes Mal und dann denke ich immer, ah, Gehwegschäden, haha. Mein Platz 2 Schild ist auf jeden Fall die Sackgasse, weil Sackgassen erstmal mega cool, mega ruhig und aber auch tricky, weil man nie genau weiß, ob man, wenn man zu Fuß unterwegs ist, trotzdem durch kann. Weißt du, was ich meine? So, manchmal, ich glaube, da gibt es noch so ein extra Schild, aber das fehlt auch manchmal. Und ich bin in Kassel, komme ich her und da ist so ein Vorort quasi, habe ich gewohnt. Und da sind mega viele Sackgassen und manchmal kann man aber trotzdem durch. Tricky, muss man wissen. So, und die 1, ohne Frage, ist es das Stoppschild. Das Stoppschild finde ich so vollkommen, das ist, ich finde es aus dem ästhetischen Aspekt mega krass, weil es ist so richtig intensiv rot und ich glaube, es ist sechseckig oder fünfeckig oder so. Ja, und das ist auf jeden Fall mega und ich finde, es dürfte nie anders sein. Also ich könnte ein Stoppschild nicht mir cooler vorstellen, als es ist und es ist so mega präsent und hat ja auch voll die krasse Wirkung und so. Deswegen ist das mein verdienter Platz 1. Hi, ich bin Malbec, ich war bei Diffus heute. Ich habe meine Top 5 Straßenschilder vorgestellt. Passt auf euch auf, bitte, im Straßenverkehr. Fahrt vorsichtig.